Es glänzt, es ist neu, wir wollen es haben. Ratzfatz ist der Einkaufswagen überladen und die Hilflosigkeit groß. Nicht so bei unseren Challenge-Teilnehmern. In 0, nichts bepacken sie unser Auto und sichern sich so den Gratistransport bis vor die Tür. Aaron und Lukas, zwei durchtrainierte Typen, die mit einer ordentlichen Portion Humor und einem stählernen Bizeps jeden Gegner in die Flucht schlagen. Ja, wir kennen uns schon ewig und verstehen uns blind. Ein besseres Team gibt's gar nicht. Wenn ihr da mal nicht unsere Mädels unterschätzt. Mit vereinten Kräften treten die Schwestern Michelle und Denise die Challenge an. Mit ihrem Charme und einem siegessicheren Lächeln zwingen sie jeden noch so großen Möbelhaufen in die Knie. Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. Schwesternpower! Abschätzige Blicke, ein süffisantes Lächeln und es wird klar, hier gibt niemand kampflos auf. Die Leiter müssen wir vielleicht hinten rüberlegen. Machen wir ganz locker. Werden wir ja sehen. Vor dem Start bekommen unsere Mädels die Brillen aufgesetzt. Fairplay muss sein. Und schon geht es los. In einem Affenzahn beginnen Aaron und Lukas. Doch wo ist ihre Strategie? Die linke Seite schon mal voll. Ja? Da war da erstmal die Leiter, oder? Rein mit dem sperrigen Möbelstück. Doch die Zeit kennt keine Gnade. Jungs, das geht auch schneller. Ob das noch was wird? Gib her. Der Endspurt beginnt. Das Ziel ist zum Greifen nah. Oh nein! Ja! Kurze Frage, konntet ihr überhaupt mitstoppen? Wir waren so schnell. Puh, seid euch da mal nicht so sicher. Schnell macht sich unser Schwestern-Duo an die Arbeit. Ihre Strategie, ein Möbelstück nach dem anderen. Doch das scheint schwieriger als gedacht. Oh, scheiße. Mädels, habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Unbeirrt beladen Michelle und Denise weiter den Kofferraum. So leicht lassen sich die Schwestern nicht unterkriegen. Geschafft. Wenn unser Papi uns zugeguckt hätte, der wäre richtig stolz auf uns. Also das Team Michelle und Denise, 8 Minuten 19. Das Team Aaron und Lukas in 2 Minuten 47. Wow! In 2 Minuten? Wie haben wir das denn geschafft? Wir müssen jetzt vielleicht dann doch unseren Papa rufen, weil alleine können wir die Sachen nicht schleppen. Ja, ich kann vor Freude kaum noch sprechen. Für die Mädels heißt es jetzt schleppen, 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 während sich unsere Goalgetter entspannt von uns nach Hause chauffieren lassen.